Herr Ministerpräsident, ich begrüße Sie sehr herzlich. So. Ja, nochmal. Könnten Sie sich eigentlich vorstellen, auch in Niedersachsen Ministerpräsident zu sein? Die Bayern und Niedersachsen haben viele Ähnlichkeiten. Zum Beispiel dicke Köpfe, klare Aussprache. Ich könnte mir schon vorstellen, aber ob sich der Kollege Albrecht vorstellen könnte, das weiß ich bis jetzt nicht. Ich habe mir lange überlegt, wo könnte ich mich denn ein bisschen über Sie erkundigen? Es gibt ja eine ganze Menge Bücher und da sind so Zitate und Anekdoten beim Spiel dabei. Ich habe auch dort gefragt, Herr Strauß, keine Sorge. Fangen wir mal in der näheren Umgebung an. Wissen Sie noch den Moment, erinnern Sie ihn, als Sie mal als Autostopper an der Straße standen, als Tramper? Das habe ich verschiedene Male in meinem zivilen, auch in meinem militärischen Leben gemacht, aber ich kann mich an keine genaue Begebenheit mehr einzelne erinnern. Es muss eine Begebenheit gewesen sein, da sind Sie wieder mal mit dem Radl losgezogen. Sie waren ja ein sehr guter Radfahrer und sind dann mit dem Fahrrad weggefahren und sind auch dem Sicherheitsbeamten entschlupft. Und plötzlich hatten Sie einen Platten. Und dann versuchten Sie, das Fahrrad selber zu reparieren, was Ihnen allerdings nicht gelang. Dann stellten Sie sich an die Straße und dann hielt ein Autofahrer. Und als der Sie sah, hat er gesagt, Sie sagen, Sie sehen aus wie der Strauß. Wissen Sie das noch? Wenn die Geschichte nicht wahr ist, ist sie jedenfalls gut erfunden. Ihre Hobbys, fliegen die Maschinen selber, sind heute hier gelandet, haben das Flugzeug selber pilotiert, müssen nachher auch wieder zurück. Das Jagen, Sie gehen gerne auf die Jagd. Und lesen, lesen, lesen. Jetzt sagen Sie mir, wann hat so ein Mann wie Sie überhaupt noch Zeit zu lesen? Im Urlaub, am Wochenende, abends vorm Einschlafen, morgens vorm Aufstehen. Und gelegentlich in langweiligen Sitzungen, wo man Interesse vorheucheln muss und in Wirklichkeit dann etwas Interessantes liest. Sie haben einen runden Geburtstag gefeiert. Wie jung Sie noch sind, sehen Sie an Herrn von Ziffra. Und es war so ungewöhnlich, dass... Aber wir haben nur vier Ehen gut. Sie haben ja eigentlich von Ihren politischen Gegnern, sind Sie selbst in Ruhe gelassen worden. Alle haben Ihnen in einer Art und Weise gratuliert, dass man sich doch sehr gewundert hat. Also auch die Leute, die sonst immer schlecht über Sie geschrieben haben, die haben auf einmal vergessen, schlecht über Sie zu schreiben. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Liegt das vielleicht daran, dass man Sie halt nun nicht mehr in Bonn erwartet oder haben Sie das als Geburtstagsgeschenk in Empfang genommen? Ich halte es an sich für ein gutes Zeichen, weil es beweist, dass Gottes Güte immer noch zunimmt. Tür, können Sie sich noch daran erinnern, an ein Weihnachtsgeschenk, das Sie als Kind bekommen haben, das Ihnen ganz besonders viel bedeutet hat? Märchenbücher. Als ich zu lesen und zu begreifen und das Gelesene zu verstehen gelernt hatte, da begann für mich die Zeit der Märchen. Grimms Märchen, Tausend und eine Nacht, Bechstein, das sind unvergessliche Teile meiner Jugendlektüre. Könnten Sie sich denn vorstellen, manchmal ist auch das Leben ein Märchen. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass Sie auch mal ein Buch schreiben, so Strauß-Märchen? Da gibt es schon so viele Märchen über mich, dass ich gar keine mehr zu schreiben brauche. Wette. Sie haben eine besonders schöne Wette. Sie hat mit der Eisenbahn zu tun. Und die erste Eisenbahn verkehrte ja immerhin auch in bayerischen Städten. Vor ca. 150 Jahren, da waren Sie natürlich nicht dabei. Aber zum Jubiläum hat man Sie sicher sehr oft gefragt, ein bisschen was mitzufeiern. Und Sie waren sicher bei vielen Festlichkeiten auch für die Bundesbahn unterwegs. Wie ist die Wette genau? Ich wette, dass Richard Wagner, natürlich nicht der Komponist, dass Richard Wagner 100 verschiedene Modelllokomotiven allein durch Abtasten mit verbundenen Augen erkennen kann. Ja, das O, das hier durch den Saal geht, das kann ich gut verstehen. Und wenn Sie verlieren? Da muss ich jetzt ganz schnell nachdenken. Ich komme auch sofort zu einem Entschluss. Wir haben in Bayern noch einige Lokalbahnen. Ja. Zum Beispiel Schaftlach, Mund, Tegernsee. Ja. Die Örtlichkeit dürfte bekannt sein.
ist in privater Hand. Wir machen einen lokalbauen Verein. Ja. Der Vorsitzende ist ein Kollege von Ihnen, allerdings von der Rundfunkfakultät, nicht von der höheren Fernsehfakultät. Bernhard Ücker, sehr beliebter Rundfunkkommentator. Wir veranstalten im Jahre mehrere Fahrten, aber nicht mit der Diesellokomotive, sondern mit einer alten Dampflokomotive, die für diesen Zweck hervorgeholt wird. Wenn ich die Wette verliere, werde ich bei einer dieser Fahrten als Heizer auf einer Dampflokomotive von Schachtlach bis zur Endstation in Tegernsee tätig sein. Aber ich sage noch einmal, nicht auf einer E-Lokomotive als Heizer. Gut, habe ich kapiert. Auf einer Dampflokomotive. Hannover, frohe Weihnachten und auf Wiedersehen.